Sanfte Grüße und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde Resident Evil 4. Ich habe mir gerade eben für 6,74 Euro das DLC Separate Ways mir geholt. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen reinschnuppern. Wie ihr seht, ist das jetzt der DLC mit Ada Wong. Und wir schauen mal, was wir hier noch irgendwie einstellen können. Eigentlich nichts weiter. In Separate Ways können nur Herausforderungen der Kategorie Separate Ways abgeschlossen werden. Okay. Outfits und Accessoires, die in der Hauptstory unter Extras festgelegt wurden, werden in Separate Ways übernommen. Für den ersten Spieldurchlauf empfehlen wir die Standardeinstellung. Sollen Outfits? Nein. Neues Spiel? Ja. Nee, betragen muss es sein. Hilfe ist aktiviert. Ja, machen wir erstmal assistiert halt wieder. Das ist jetzt schon eine geraume Zeit her, halt, dass ich Resident Evil 4 gespielt habe. Halt. Ich glaube, 6 Monate Minimum. Weil dazwischen kam ja Diablo 4, dann habe ich wieder WoW gespielt. Dann habe ich City Skyline 2 gezockt, halt. Railroad Empire 2. Ich habe mal jetzt die Klappe. So beendet man doch keinen Tanz. Oh Gott. Die Hilfe. Richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Und ja. Genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Okay, komm. Oh Mann. Mir nach. Gibt's hier noch irgendwas? Wie weit ist es? Ist ein Stück. Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein. Kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Das wüsste ich auch gern. Oh. Kraut zum Kiffen ist schon da. War ja klar. Gibt's hier noch irgendwas? Hopp. War ja klar. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar.
Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Oh. Na, wer ist denn das? Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Au! Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Toll. Ist ein bisschen unfair, oder? Der wird muffig. Haut ab. Feigling. Dann komm ja nicht wieder. Feigling. So, dann holen wir mal da so was hin hier. See. War hier noch irgendwas? Das ist natürlich auch nichts. Sind hier unten noch was? Ja, da kann ich. Und. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? No, Wesker. Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay.
Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. Mal hier noch irgendwas? Nee. Okay, da muss ich hin. Bleib auf den Dächern. Du hast die Ausrüstung. Oh, guck mal. Da ist ja einer. Da ist ja auch noch einer. Oh, was haben wir hier? Was da wohl ist? Und vergiss nicht. Ja. So. Ich bin da, da. Wachenstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Verstanden. Ach, aber ein bisschen Zeit ziehen wird doch erlaubt sein. Entibat. Das war ja nur mit Dreck. Die verkehrte schon unter Trigger gesetzt. Das wird. Thank you.
Oh, das ist einer. Kommst du denn ja? Und da ist ja auch noch einer. Au, oh, was soll denn der Shit hier eben? Nicht, ich hab da wieder was Grünes doch eingenommen. Ah, hier ist es doch. Mir mal bitte sagen, wo ihr alle herkommt? Ist so nur so ein Weg. Wer, was, wer, wer, wie, wo, was? Ich wollte das schon wieder jemand nehmen. Ach, da ist er schon wieder. Jetzt schon wieder los. Das hätten wir.
schon wieder irgendein Blick und Geschein. War ich da auch schon gewesen. Ashiko, Paul und Trixie, bleibt locker. Blöd. Irgendwie werde ich hier mit Zusatzartikel zugebombt. Das ist noch eine. Ashiko und Trixie, bleibt locker, lass die Paul in Ruhe. Geschafft. Aber nur fast. Ach, der ist immer noch da. Ich nenne dich Rotauge. Was haben wir denn hier? Sightseeing mit Kick, 200 AP, da muss ich kurz einhaken. 200 AP, okay. Schließen Sie Kapitel 1 mit Several Grace ab, okay. Führen Sie in Several Grace ein Seilspitzhöhe auch noch nicht hoch und besiegen Sie mit 10 Gegner mit Sprengshot auch, okay. 36 getötete Genauigkeit für noch ordentlich. Dann gucken wir mal ins nächste Kapitel.
Schum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich soll ihm den Bernstein liefern. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Denn irgendjemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Okay. Das wusste ich. Hatte es akzeptiert. Bis jene Nacht in Raccoon City. Alles veränderte. Der Bernstein. Was ist los, Paul? Lässt sich die Trixie nicht ran? Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay, Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. So, dann versuchen wir jetzt mal halt still zu sein. Was denn? Ich hab doch den rechten Klickertasten. Was ist denn mit dem Controller los, ey? Drück doch immer den rechten Trigger-Button. Bin ich jetzt doof, den rechten Trigger-Button zu drücken hier oder was? Und jetzt nochmal rechter Trigger-Button. Geht doch, was ist jetzt los? An der Tür. Hat wer an der Tür geklopft? Irgendwas zu finden? Nee, natürlich nicht. So, Schätze. Was haben wir denn da? Schätze. Messer haben wir da. So, was ist das hier? Schießpulver, okay. Herstellen, was können wir denn so alles?
haben erstmal was hergestellt. Da klopft was Großes auf alle Fälle an. Was für ein Empfang. So, die Musik ist zu Ende, also sind noch keine Gegner mehr in der Nähe. Nee, da komme ich nicht hin. Das ist schade. Hier geht's so wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Kane. Das Spiel wird wieder gespeichert, wie wir gerade gesehen haben, links oben in der Ecke. Schon wie ein Kiesmischer. Nur her mit den Handgranaten. Wieder hoch. Nein, wieder da oben.
einsammeln und eine Granate runterschmeißen. Hier ist geschenkt. Musik ist wieder zu Ende, also alles vorbei. Haben wir hier noch was, was wir wegballern können? Haben wir einen armen Rahmen kalt gemacht. Dass die ja nicht hier hochgekommen sind, dann frage ich mal, naja. Auch wieder nur Kohle, ey. So. Wenn wir uns daran erinnern können, an Resident Evil 4 war hier hinter der Wand natürlich was gewesen, ein kleines Loch, aber an das kommen wir ja nicht ran. Mist. Aber ja, dann klettern wir mal aus dem Fenster. Ich habe Miss Piggy kalt gemacht. Meister? Also ein Schwein kalt macht, kommt ein Zombie, ja? Okay. Muss man ja wissen. Was passiert, wenn ich eine Kuh kalt mache? Ich stand da eine Kuh. Ui, hier, Dame hier.
Tut mir leid für die Kuh. Die stand im Weg. Hier geht's nicht zur Kirche. Ach nee. Schwinden. Frei sein. Leon, warum bin ich nicht überrascht? Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Gut, weiter geht's. Kann es sein, dass bei Ada Wong die Bauchmuskeln ziemlich vordefiniert sind halt? Wenn man so leicht über den Gürtel rüber guckt, sieht man ja den Bauchnabel und dann die Bauchmuskeln. Also ziemlich eng anliegend, dieses Klärtchen. So, haben wir hier noch irgendwas? Da lang. Dann frage ich mich mal eigentlich, wann der Händler hier mal wieder kommt. Ich sammle hier Kohle ein an Kohle. Schmuck an Schmuck. Und gehen Händler weit und breit. Erwischt. Yep. Haben wir da noch einen? Oh, halt, das brauchen wir doch. Natürlich jetzt. Ach, verdammt, haben wir hier noch irgendwas? Heute war zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelte sich vor der Kirche, um den Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander an und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit. Die Güte Lord Settlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erneut läutet. Ja, sieh. Oh, wieder diese Türenrätsel. Verdammt, ich ey, wieder die. Wir pausieren hier erstmal kurz und damit das Video nicht zu lang wird, halt, machen wir erstmal kurz Pause und ich gucke nochmal in meinen schlauen Heftchen, wie das Türrätsel zu lösen ist. Wir hören uns dann gleich wieder. Bye bye. Na, will das nicht?